Raumfähre Challenger im Anflug auf Edwards Air Base in Kalifornien. Den ursprünglich geplanten Landeplatz in Florida hatte die Bodenkontrolle erst am Mittag aus Wettergründen aufgegeben. Um 16.57 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit landet Challenger auf der Sandpiste eines ausgetrockneten Salzsees. Die 5 Astronauten und in den erstmals in der amerikanischen Raumfluggeschichte eine Frau haben in den gut 6 Tagen im All die Erde 98 Mal umrundet. Dabei wurde ein Satellit ausgesetzt und zum ersten Mal mit dem Greifarm der Fähre wieder eingefangen. Fröhlich und ohne äußere Anzeichen von Erschöpfung betreten die Astronautin Sally Wright und ihre 4 Kollegen 42 Minuten nach der Landung wieder festen Boden.